Was geht ab, Pyros? Und heute gibt's für euch die Feuerwerk-Einkaufstour 2018 in Deutschland. Es ist jetzt 4.55 Uhr und ich werde jetzt noch kurz frühstücken und mich fertig machen. Und dann geht's ab zum Lidl. Er macht schon um 7 Uhr in Freilassing auf. Und schauen wir mal, wie viele Leute dort sind. Natürlich wie immer am Start die Einkaufsliste, die ich mir schon geschrieben habe. Ein Video ist dazu online. Checkt das jedenfalls mal ab, wenn ihr es nicht gesehen habt. Und hier noch österreichischen Pass und ein bisschen Money für die Einkaufstour. Und ja, ich wünsche euch ganz viel Spaß. Pyros, es ist jetzt 5.30 Uhr und ja, mein Freund hier möchte auch gerne mitfahren, aber leider nicht. Und ja, gerade gefrühstückt und jetzt geht's los zum Lidl. Let's go! Jetzt ist es ungefähr 6.30 Uhr und wir sind endlich beim Lidl angekommen. Es stehen schon einige Leute an und wir warten bis 7 und dann geht's rein. Pyros, fast alles bekommen, außer die Double Flash, die waren so schnell vergriffen und richtig viele Leute heuer beim Lidl. Und ja, sonst alles bekommen, die Goldraketen, Power Up, Cyborg und vieles mehr. Übersicht natürlich gibt es wie immer da zu Hause. Weiter geht's zu Penny. So Pyros. Penny, auch ein paar Leute schon. Mal schauen, ob wir alles bekommen. Ich hoffe, ich kann hier filmen. So Pyros, Penny war erfolgreich, außer die Elektron bzw. die Mr. Hyde, die gibt es auch beim Penny nicht mehr und beim Lidl gab es sie sowieso nicht, aber dafür ein paar andere Batterien und ja, weiter geht's dann zu Kaufland. Kaufland, nächster Stopp. So Pyros, Kaufland war mittelerfolgreich, zum Beispiel die Fright Night habe ich nicht bekommen, aber dafür zweimal die Double Thunder, Double Flash oder Double Strike, wie sie heißen, und noch die Battle of Lions, Kanonenschläge und ein D-Schinken. Wir sehen uns beim Netto. Jetzt geht's ab zum Netto. Der Rossmann sperrt, glaube ich, erst so um 9 Uhr auf und da werde ich mir nichts holen, da gibt es nur Komet
und beim Netto schauen wir mal, was das so alles hat. Ab geht's. So, Netto war auch erfolgreich. Die Kubis, Megashot, Knallketten-Sortiment, Airwolf und hier noch eine Fontaine-Batterie Breakdown. Weiter geht's zu Aldi oder Norma. So, Pyros, jetzt geht's zum Aldi Süd. Mal schauen, ob wir alles bekommen. Ab geht's. So, Pyros, Aldi Süd war überhaupt nicht erfolgreich. Nur zweimal die Artus, Merlin und zweimal Thundercube. Tristan habe ich leider nicht bekommen und die Proteus Fontäne auch leider nicht. Und die Double Strike waren schon ausverkauft. Gar nicht zu meinem Lager. Und weiter geht's zu Norma Hagebau. Jetzt geht's noch zu Norma und zu Hagebau. Schauen wir mal, ob wir dort alles bekommen. Und ja, schauen wir mal, ob ich filmen kann. Norma Hagebau. Highspeed Fireworks, Feuerwerksrap 2015. Ich wünsche euch allen einen guten Rutsch. Kauft Feuerwerk. Offene Kisten, Böller, mächtige Nico-Raketen im Winter. Silvester kommt jedes Jahr und bringt Dachen zurück ins Gesicht. Tausender Kinder, kaum zu glauben, wieder ein Jahr rum. Großer Feuerwerksverkauf ab morgen früh. Und das ist wirklich früh, merk ich, als ich mich um 5 Uhr aus dem Bett rausfühl. Also rein in den Wagen, Autotür zu und die Tour startet. Das ist der schönste Tag des Jahres, all die Schätze warten. Also lass uns aussteigen, rein in den Laden. Ich will eine ganze Menge von allem haben, keinerlei Warnung. Los, Norma war erfolgreich. Golden Sky, Blowout, Power Unit, 2 Crackling, Eruption Vulkane, High Five und jetzt geht's zu Hagebau. Let's go! Alles aufbauen, anschauen, auspacken, wie ein Schatz hüten. Heute wird mein Traum wahr, den ich immer träume und trotzdem warten muss. Das erste Prospekt in meinem Briefkasten war sowas wie der Status und die Hoffnung, zuletzt noch altes Feuerwerk zu finden. Mit Glück, diese Schmuckstücke bringen mich gedanklich in die Kinderzeit zurück. Es ist ein Blitz über der Stadt, bunte Sterne zerfallen, taktgrelle Farben erhellen die Nacht. Sekunden später folgt der Bass und der Knall ist so laut, der Hall spiegelt sich im Hochhaus. Pyros, Hagebau war erfolgreich, richtig erfolgreich sogar, hätte ich mir nicht gedacht. The King, Bang Pack, Hurricane, Ranger und noch, und zwar 2 Feuerzeuge. Pyros, jetzt geht's noch zu Edeka, mal schauen, was die so haben. Haben ja regionale Unterschiede. Mal schauen, was da alles gibt. Pyros. Edeka war erfolgreich. Zweimal die Summer Jam. Musste man mitnehmen für 3,99 Euro, 15 Schuss. Mal schauen, wie die so ist. Und hier noch das Basta Familiensortiment. Schöne Sortierung. Und ja, jetzt geht's noch zum Abschluss, zum Sonderpreis. Und mal schauen, was wir da noch bekommen. Pyros, letzter Halt. Sonderpreis Baumarkt. Schauen wir noch, ob wir was bekommen. Und ja, ab geht's. Können wir das bitte noch kaufen? Und das brauchen wir auch noch. Ich kann mir genau vorstellen, wie ihr Herz dabei laut auf diese Zauber verpacken. Unendlich schön Sachen und schon am ersten Verkauf.
Samstag hörst du jeden ganzen Krach. Es sind die Böller-Kids, die es einfach schon immer gab. Silvester ist mir heilig, weil ich Sterne in den Himmel trag. Und diese Liebe zum letzten Tag wird immer in mir sein. Ich hab den Funken im Blut. Groß Sonderpreis war richtig erfolgreich. Knallvergnügen einmal gegönnt. Dann hier die Leslie Luftpfeifer. Und hier noch die Himmelsfeuer. Richtig geil, die Leslie Crazier. Top. Jetzt geht's nach Hause und wir sehen uns dann bei der Gesamtübersicht. Let's go. Ja, Pyros. Das ist das ganze Sortiment, das ich heute am Einkaufstag mir gegönnt habe. Und ja, es ist wirklich sehr viel geworden dieses Jahr. Mehr als letztes Jahr. Ungefähr 450 Euro. Und das Geilste an dieser Tour war, dass ich die Himmelsfeuer ohne Vorbestellen bekommen habe beim Sonderpreis. Normal ist da alles so schnell weg und ja, richtig fein. Goldraketen, Golden Sky, High Five, Power Up, AC/DC, Supergrid, Power Unit, die Neuheit heuer, Knallerbox, verschiedene Böller-Sortimente und ja. Ich hoffe, euch hat die diesjährige Einkaufstour gefallen. Ich würde mich sehr über ein Like oder einen Daumen nach oben freuen oder ein Abo. Haut rein und ciao!